Also ITEM ist ein sehr angesehener und internationaler Wettbewerb für Studenten und bietet denen eine tolle Möglichkeit, Erfahrungen in der synthetischen Biologie zu sammeln. Die synthetische Biologie ist der modernste Bereich der Life Science und vereint Molekularbiologie mit dem Ingenieursgedanken. Die DNA entspricht dabei einem Bauplan einer Zelle und die Gene sind die einzelnen Bausteine. Und durch Kombinatorik und Einbau dieser Bausteine in eine Zelle können natürliche Stoffe wie zum Beispiel Enzyme oder Medikamente hergestellt werden. Für diesen Wettbewerb hatten wir Studenten unsere ganz eigene Idee, an der wir jetzt weiterarbeiten. Und zwar designen wir eigene biologische Bausteine, kombinieren diese dann miteinander und bauen sie in die Zellen ein. Unsere ganzen gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch die biologischen Bausteine werden dann frei veröffentlicht und somit Wissenschaftlern aus aller Welt, auch euch, frei zugänglich gemacht für eure weitere Forschung. In unserem Projekt verwenden wir genetische Bausteine aus verschiedensten Organismen, zum einen Phagen, Blaualgen, Hafer, dem Immunsystem, Bakterien und Schleimaalen. Und mit diesen Genen wollen wir Bakterien dazu bringen, auf einen Lichtimpuls hin ferngesteuert Proteine zu produzieren, sich danach selbst aufzulösen, sodass die Proteine zur Extraktion bereits vorliegen. Das ganze System soll dadurch einfacher, günstiger und umweltschonender sein. Unser System ist nachhaltig, da es nur aus biologischen Komponenten besteht, die von Bakterien auf Wunsch einfach nachgebaut werden können. Dadurch wird es sehr praktisch für Länder, die nicht solche Mittel haben wie wir hier, da sie sich das einfach selbst herstellen können. Wir etablieren zwei Bakterienstämme. Der eine kann mit Licht aktiviert werden, zum Beispiel Rotlicht, um die gewünschte Proteine herzustellen. Der andere produziert ständig die Adapterproteine, die an der Plastikoberfläche von herkömmlichen serologischen Pipetten binden und haften können. Wenn wir dann mit der gleichen Pipette in unsere Zielproteine reingehen und pipettieren, dann binden die an Adapterproteinen und dann sind sie leicht zu isolieren. Helfen Sie uns, diese Zukunftstechnologie zu verwirklichen. Wir sind